bei 800.000 Abonnenten gibt's dann den riesengroßen Fuß-Reveal Ananas auf Pizza. Ja oder nein? Was sagt ihr dazu? Alright, 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 Leute, willkommen zurück zu Fortnite. Schöne Grüße, mein Team, Nachtaktiv. Ich hoffe, ihr seid noch wach. Bleibt mal ein bisschen wach. Für etwas, was wir hier ausprobieren, wieder ein paar Mythen und Experimente, die wir hier machen können. Und zwar eine Frage, die ich mir gestellt habe, und zwar, gibt es ja den Mandalorian in der Kopfgeldjagd. Was passiert, wenn der das Match gewinnt? Und noch ein paar andere Experimente. So, Waffen sortiert. Naja, deswegen probieren wir das Ganze aus. Mal gucken, ob wir das irgendwie hinkriegen. Es gibt da noch ein paar Lava-Experimente. Ne? Ist schon von lange Zeit aus einem alt vergessenen Modus, wo der Graph G-Cup war. Aber, und da kicken wir jetzt rein mit schon unseren direkt ersten Kill. Ein bisschen Kopfgeld, die sammeln müssen wir. Ne? Das Schöne ist ja, wir haben hier 3 Respawns. Das heißt, es wird nicht ganz so schwierig sein. Naja, aber Leute, eine Frage. Eine sehr, sehr, sehr wichtige Frage. Im gestrigen Video wollte ich wissen, Nutella oder Butter, aber in diesem Video will ich wissen, Ananas auf Pizza. Ja oder nein? Was sagt ihr dazu? Runter in die Kommentare. Und wenn ihr die Frage beantwortet habt, könnt ihr natürlich gleich den Moment auch nutzen und Abo-Button und Glocke reinhauen. Bei 800.000 Abonnenten gibt es dann den riesengroßen Fuß-Reveal. Der Fuß wird unlocked, Leute. Es wird gezeigt. Vielleicht kommt er auch als Fortnite-Skin rein. Man weiß es nicht. Face-Reveal ist von gestern. Das ist so 0815. Das kann jeder. Aber Füße... noch keiner revealed. Und irgendwie bei 900.000 vielleicht den linken Fuß. 1 Million. Lasst euch überraschen, Leute. So, aber hier ist auch, glaube ich, noch einer runtergefallen irgendwo, ne? So, nachdem ihr das alles gemacht habt, dann guckt ihr euch dieses Video einfach ganz entspannt weiter an. Und wenn ihr dieses Video schaut, erwähne ich es einmal nochmal kurz, ist wahrscheinlich das Wilde Herzen-Event schon angelaufen. Ne? Das Video kommt natürlich ein bisschen später raus. Mit dem Wilde Herzen-Event muss ich auch eine Menge vorbereiten. FNCS ist auch am Start. Ist ein bisschen knapp alles mit der Zeit. Wilde Herzen läuft dann wahrscheinlich. Ne? Denkt dran, ne? Aktiv zu spielen, Aufgaben zu erledigen, die ihr dann machen müsst für gratis Skins, die wir dann erhalten mit Spitzhacke und so weiter. Und natürlich dann auch noch 25.000 Euro für wohltätige Zwecke. Ich bin mir sicher, unsere Community da ist auf jeden Fall mehr als fit drinnen. Wir haben schon diverse Community-Battles gemacht und immer gut mitgehalten. Sei es drum. Eine weitere Sache, die noch natürlich, sag ich mal, bei mir sich in nächster Zeit ändert, ne, ist auch natürlich, dass ich ein bisschen meinen Content umstelle. Weil ganz ehrlich, Leute, ich will nicht nur in Fortnite eingesperrt sein. Ne? Ich will nicht immer nur Fortnite-News machen. Ne? Irgendwann wird Fortnite auch langweilig sein. Ich will natürlich, ich bin ein Mensch, ich bin ein Gamer, der sich für viele, viele, viele Sachen interessiert. Dazu kommt noch ein bisschen andere, sag ich mal, eigene Sachen. Keine Sorge, Fortnite wird nicht aufgehört. Mich interessiert Fortnite immer noch mit Live-Events und die Updates und neue Seasons. Bin ich immer hyped drauf. Aber nichtsdestotrotz will ich natürlich auch andere Sachen machen. Und ab und zu mal sind es halt vielleicht auch Pokémon-Karten. Manchmal sind es vielleicht auch andere Spiele, je nachdem, was mir gerade Spaß macht. Wenn es muss mir aber Spaß machen. Einige Leute reden mir nach, dass ich nur von einem Hype-Train auf den anderen springe. Aber immer wenn ich dann das Argument bringe, dass ich angeblich auf einen Hype-Train springe, und dann sage ich, warum habe ich kein Valorant gespielt? Warum spiele ich kein Rust? Among Us habe ich vier Videos gemacht, bis ich gemerkt habe, es macht keinen Spaß. Dann kommt nichts mehr. Dann kommt keine Antwort. Bisher hat keiner von diesen Hatern, die gesagt haben, ich laufe einen Hype nach dem anderen, nachdem ich diesen Argument gebracht habe, konnte von denen keiner bisher irgendwie gegen argumentieren und sagen, ja, du machst das trotzdem, ist so ehrenlos oder irgendwie sowas kam dann, ne? Konnte keiner dann irgendwie was dagegen sagen, weil die einfach wissen, dass das Argument komplett null bei mir funktioniert, weil ich wirklich einer der wenigen bin, die von einem Hype auf den anderen aufspringen und alles mitnehmen. Aber wenn irgendein Hype auftaucht, den ich fühle, wo ich dahinter stecke, sei es jetzt wie die Pokémon-Karten, Fortnite habe ich ja schon gespielt, bevor es einen Hype hatte. Ich hatte ja an dem Spiel Spaß, als der Hype überhaupt angefangen hat, bevor die meisten Leute reingekommen sind. Clash Royale habe ich angefangen, das Spiel ist direkt gelauncht. Ich konnte das Spiel gar nicht früher spielen, als es direkt gelauncht ist oder sowas, ne? Wann soll man denn ein Spiel spielen als direkt beim Launch? Aber einige Leute sagen mir, ich hatte ja Clash Royale auch nur wegen dem Hype gespielt, obwohl das Spiel ich direkt, als es rausgekommen ist, direkt am ersten Tag, direkt installiert und gespielt habe, bevor irgendein Hype aufkam oder sonst was bekannt war, ob das Spiel überhaupt einen Hype haben wird. Aber angeblich war das ja irgendein Hype. Aber dann frage ich solche Leute, wann soll ich das Spiel denn dann spielen, damit die Leute sowas nicht sagen? Und nochmal Kopfgeld rein. Ne, wann soll man denn so ein Spiel spielen, wenn es nicht direkt launcht?
ohne dass die Leute dann ankommen und sagen, du läufst mit dem Halten und so weiter. Absolute Käse. Deswegen, oh mein Gott, bin ich stark ausgeschweift. Ich wollte nur ganz kurz ansprechen, dass ein bisschen was umgestellt wird. Zum Beispiel werden Challenges jetzt auf meinem Zweitkanal kommen. Stellen Roll What, der Link unten in der Videobeschreibung. Auch diese Woche kommen Valentinstags-Challenges aus meiner Sicht heraus. Vielleicht ist das Video bis dahin schon raus, vielleicht kurz danach, wer weiß. Auch die Valentinstags-Challenges, die jetzt rauskommen, Woche 12, Season 6, Season 7, alle weiteren Challenges kommen auf dem Zweitkanal raus, weil das einfach diesen Kanal hier zu sehr vollmüllt. Mit 6 unterschiedlichen Mini-Videos für jede kleine Furzaufgabe, wo man irgendwie eine Socke findet in irgendeiner Ecke. Gerade diese Season war ziemlich, ziemlich schlimm und ich konnte gar nicht so viele Videos produzieren, wie ich wollte. Und den Leuten helfen, obwohl ich das eigentlich immer mache. Weil einfach hier auch andere Videos natürlich bei mir Vorrang haben, wie natürlich Infos, Mythen, Unterhaltung und Comedy und was auch immer. Das ist ja immer noch Bestandteil des Ganzen. So, das war eigentlich der ursprüngliche Ausgangspunkt. Für die einige Leute sind bestimmt schon... schon voll am Pennen oder sowas, aber vielleicht kommentieren das einige auch oder sowas. Naja, wie gesagt, es ist immer so ein kleiner Prozentteil, also wirklich ganz kleiner Prozentteil. Naja, viele Leute feiern es alle, was ich mache, naja, die gönnen es mir, auch als ich das Turtok gezogen habe, haben die Leute es mir gegönnt und haben sich für mich gefreut, auch wenn sie kein Pokémon-Karten gucken oder sowas. Super, super viele, ne? Aber es gibt dann immer so 5 bis 10 Dumpfbacken, die überhaupt meine Videos gar nicht schauen. Habe ich immer alle kontrolliert, ob die wirklich meine Videos schauen oder ob nur so tun, als ob die meine Fans wären. Ne, es sind immer solche Mitläufer, die irgendwo hereinkommen und mich eigentlich gar nicht schauen und dann sowas kommentieren. Gerne könnt ihr dann natürlich dieses Video dann reinhauen. Ich wollte eigentlich ein anderes Statement-Video dazu machen, aber jetzt ist das ein bisschen ausgeartet. Ich lasse es einfach drinne. So, Mandalorian ist auf jeden Fall auf der Bildfläche, der ist endlich aufgetaucht. Und der Mandalorian wird oben bei der Anzeige mit der natürlich den Schlammhorn, war das Schlammhorn oder Stachelhorn? Schlammhorn, glaube ich, ne? Ich komme immer durcheinander bei den Namen, Schlammhorn oder Stachelhorn. Ist da oben zu sehen und wenn er jemanden killt, dann boost. So wie jetzt, Mandalorian hat seinen Kill eliminiert und ich habe den Mandalorian jetzt auch als Ziel. Ein Boss-NPC, der sich hier der Jagd anschließt, quasi so, das wäre so, als wenn John Wick quasi mitspielt, ne? So, und der ist jetzt auch tatsächlich Platz 1, was dem Kopfgeld angeht. Okay, okay. Wird aber tatsächlich auf der Karte nicht als Platz 1 angezeigt. Das ist ein interessantes Ding eigentlich. Interessante Info, ne? Ich sehe ihn auf der Karte als Ziel, weil ich... Ah, jetzt wurde er gefinished. Weil ich ihn als Ziel hatte, war er halt durch diesen blauen Zielkreuz auf der Minimap markiert. Und da ist auch schon unsere Number 1. Nehmen wir, okay, wir sind Nummer 1, Leute, wir haben das größte Bounty jetzt. Und dabei bin ich eher ein Snickers-Fan, nein, Bounty ist auch liebe, Leute. Oh mein Gott, bin ich witzig, Leute. So, nächster Kill ist da, Maxi. So, jetzt müssen wir nur noch warten, bis Mando wieder auftaucht. Und dann kann ich den finishen, würde ich sagen. Oh, Fischstäbchen, nee, nicht Fischstäbchen, Glibber ist auf der Jagd nach mir und ist auch gar nicht mal so weit weg. Okay, Mandalorian jagt dich, okay. Da ist er auch schon! Da ist er auch schon. Schieß. Da, geht doch. So. Hat mich weggesäbelt. Jetzt müsste er das größte Kopfgeld haben. Das Unluckige ist, dass er tatsächlich direkt vor meiner Nase aufgetaucht ist, weil schlauer wäre es gewesen, wenn er mich einfach gekillt hätte. Wobei, wenn ich maximale Punktzahl hätte, hätte er mich gar nicht killen können. Das hätte gar nicht funktioniert. Ne, deswegen muss der Mando jetzt noch ein bisschen überleben. Dann muss, wenn er jetzt nochmal gekillt wird von irgendeiner, wird der ja Nummer 1 sein. Dann muss ich die Nummer 1 killen und dann mit der Hoffnung, dass ich natürlich Mando finishen kann. Okay, da ist Hundi. Hundi, nee, Hotdog. Ist ein Hotdog gewesen. Pro-Killer 07. Ja, totaler Pro-Killer. Okay, wo ist Mando? Wo ist Mando Schmendo? Da ist auf jeden Fall eines der Bots. So, ne, zack. Hashtag Gonax raus. Der Typ geht mir voll auf den Senkel. Okay. Ich brauche noch mehr Kopfgeld. Ich muss Nummer 1 killen. Ich muss den ersten Platz killen, damit ich genug Kopfgeld habe, damit Mando mich quasi killt und dann sofort Maximum Punktzahl hat. Versteht ihr? Das ist ja eigentlich das Ziel des Ganzen. Er muss mich einmal killen, damit er sofort auf maximale Punktzahl geht. Und hier ist Nummer 1 versteckt. Oh, let's go, Leute. Alright. Das sieht gut aus. Ich habe mehr als genug Punkte. Jetzt kann mich Mando killen. Wo ist der Boy? Wo ist der? Da ist er! Der hat mich! Eliminiert vom Mandalorian. Das heißt, er müsste jetzt maximale Punktzahl haben, oder? Maximal, ich beobachte mal. Er müsste maximale Punktzahl haben. Nur noch 2 Spieler sind am Leben. Okay, einmal Nummer 1 und Nummer 3. Wo ist die Nummer 2 hin? Okay, wir haben nur noch ein Fischstäbchen. Das ist ein Bot.
Es ist ein Bot, weil nur noch zwei Spieler leben, ne? Der Fisch hier, der kalte Fisch und Nummer 3 lebt noch. Mendo müsste jetzt eigentlich maximale Punktzahl haben. Okay, das wird jetzt interessant. Das wird jetzt interessant. Hoffentlich killt Mendo die. Die scheinen nicht so krass. Oh, der Boy ist so böse, ne? Okay, Elegant Beast ist raus von Tier TDJS. Jetzt sind zwei Spieler übrig. 1 und 2. Ne, der Bot zählt das eben nicht als Spieler, aber der andere ist jetzt auf Platz 1 gerutscht und nicht der Fischstäbchen. Wenn jetzt Mendo einer von denen killt, ist Mendo immer noch der Größte. Der hat immer noch das größte Kopfgeld. Aber wenn er die Nummer 1 killt, was passiert dann? Weil eigentlich müsste Mendo jetzt schon das Match gewinnen, ne? Aber das Interessante ist jetzt eigentlich, was passiert, wenn er den allerletzten killt. Und deswegen hoffe ich mal, dass der Letzte sich von Mendo killen lässt, weil, ja, Mendo ist schon übel. Gerade in dem Spielmodus, der ist richtig, richtig krass, was das Skill angeht. Der ist krasser als jeder Pro-Gamer, Leute. Okay, Match ist beendet und Mendo hat den letzten Kill tatsächlich gemacht. Mandalorian hat 4 gekillt. Das heißt, er hat nochmal Platz 1 gekillt. Dann müsste sein Kopfgeld müsste über den Top sein. Hat Mendo jetzt gewonnen? Ich glaube, Mendo hat gewonnen, oder? Mendo hat auch easy gewonnen. Obwohl, Fischstäbchen war jetzt der Einzige, der am Leben ist. Und der hat mit 2000 Kopfgeld das Match gewonnen. Interessant, Leute. Die Wissenschaft. Also, wir fassen zusammen. Mendo, wenn er maximales Kopfgeld gejagt hat, gewinnt nicht unbedingt. Aber wenn Mendo das Match gewinnt und den vorletzten Spieler killt, gewinnt dann der letzte Spieler, egal was er für ein Kopfgeld hat. Auch wenn er deutlich weniger hat als der letzte Spieler. Und der letzte Spieler, der Fischstäbchen, hat ja gerade 3000 oder sowas. Weiß ich nicht genau. Interessantes Ding. Auf der rechten Seite findet ihr weitere interessante Mythen, die ihr gerne auschecken könnt, ne, wie die in dieser Season so möglich sind oder nicht möglich. Ne, alle möglichen Tests gerne anschauen. Dass, die Playliste auch natürlich gerne durchrattern, wenn euch jetzt sowas gefällt. Und gebt mehr Flosse. Flop.